Lass sehen, ob Meister Sachs zu Haus. Gern sprech ich ihn, trät ich wohl ein. Ich bin daheim, kommt nicht hinaus. Tu ich's, zu was doch, besser nein. Seltenes Wagen, was ließ mir sich dann sagen? Leise, war es nicht auf seine Weise. Doch war's vielleicht auch sagst mir nichts. Ein Wolfsam Kind gefragt nur sprichts. Wie klug, wie gut. Komm, setz dich ein Weil noch auf die Bank zu mir. Wird's nicht zu kühl, es war heute schwer. Nicht doch, es ist mild und ladend, gar lieb. Was deutet auf den schönsten Tag der Morgen soller Schein? Sagt dir kein Herzensschlag, welch Glück dich morgen treffen mag. Wenn ihr bemerkt die ganze Stadt mit Bürgern und Gemeinden, mit Zünften, Volk und hohem Rat, wo dir sie soll vereinen, was im Preis das edle Reist, als Gemeinde.
Moin. Grüß dich, ja. Die Punkrock-Band mit dem Namen Die Freunde der italienischen Oper. Das sind handfeste Rocker, die ich schon Ende der 80er kennengelernt hatte, während meiner Studienzeit. Und ich hätte schon damals gern mal irgendwie was mit den Jungs gemacht, aber damals kam es leider nie zu diesem Projekt. Umso schöner ist es, dass es halt nach knapp 20 Jahren dann doch mal dazugekommen ist. Du gehst durch, ne? You had a dream. You had a dream. You had a dream. You had a dream. Genau, herrlich, wunderbar. Mich hat das immer begeistert, zu Rockkonzerten zu gehen und diese Massen zu sehen, wie die sich einfach begeistern. Also ich bin nicht nur der Opernsänger, sondern mein Herz brennt, auch mal einen Rocktitel zu singen. Salzburg für einen Opernsänger, das ist der Olymp schlechthin. Also hier trifft sich alles, was Rang und Namen hat. Damals 91, als ich das erste Mal Zauberflöte in meiner Karriere überhaupt in Salzburg gesungen habe, war ich der jüngste Saaster der Salzburger Geschichte. Und jetzt bin ich der Sarastro, der die meisten Premieren hintereinander gesungen hat. Also ich bin sozusagen der Sarastro vom Dienst mittlerweile. Meine beiden Söhne, meine beiden Jungs versuche ich so oft wie es nur geht mit auf Tournee zu nehmen. Aber ich habe nie meine Jungs gezwungen, irgendwie sich eine Vorstellung anzuhören und anzusehen. Die wollen einfach so oft wie möglich auf der Bühne, neben der Bühne, hinter der Bühne.
im Zuschauerraum sein. Und Zauberflöte als Beispiel, das ist eine der Opern, die Sie wahrscheinlich schon 50 oder so, 55 Mal gesehen oder gehört haben. Ja, und das ist für die Jungs immer spannend.